Bert, der Schwertkämpfer aus der Unterstadt. Norbert Nelte. In den Katakomben von Las Vegas. Teil 2. In den Staaten läuft bis jetzt wenig gegen die Sozialkürzung. Nur in Wisconsin gab es mal eine gute Sache. Gegen die Regelung, die die Rechte von Gewerkschaften einschränkt. Die Regelung sieht unter anderem vor, fast allen öffentlich-rechtlichen Bediensteten das Recht auf kollektive Tarifverhandlungen abzuerkennen. Der republikanische Gouverneur von Wisconsin hatte das Gesetz vorgestern unterzeichnet. Die Regelung ist bei Demokraten und Gewerkschaften landesweit auf Empörung gestoßen. Link 9. Die Europäer machen das richtig. Ist dir schon mal aufgefallen, lieber Donald, dass die Länder, bei denen es schon permanente Aufstände gibt, genau identisch sind mit den antiken Hochkulturen? Karthago, Link 10. Heute Tunesien, Leptis Magna, Tripolitanien, Kyrenaika, Link 11. Heute Libyen, Ägypten. 1 Million Demonstranten werden erwartet. Seit einer Woche wird nun in Ägypten demonstriert, gegen das alte Regime und Präsident Mubarak protestiert. Das Volk will den Wandel und dieser Tag könnte ein entscheidender Tag werden. Wir rufen das Regime auf, zurückzutreten und stellen wiederholt klar, dass wir niemanden aus der Regierung von Präsident Mubarak akzeptieren. Unser ganzes Leben lang wurden wir unterdrückt. Wir hatten immer den Wunsch, frei sprechen und demonstrieren zu können. Aber wir mussten immer in Angst leben. Jetzt sind hier Moslems und Christen vereint. Der fruchtbare Halbmond, Link 12. Mit Israel, Link 13. Jordanien, Syrien und Mesopotamien. Heute Irak. Die verarbeiten erstmal den Krieg. Dann die Königin von Saba. Heute Jemen. Kennst du das Girl? Die musste beim Salomon über den Spiegel laufen. Und dann ging er mit ihr. Gut, dann weiter mit Griechenland, Spanien. Da kommt Hannibal her. In der griechischen Hauptstadt Athen haben erneut tausende Menschen gegen das Sparprogramm der Regierung demonstriert. Nach Polizeiangaben versammelten sich knapp 5000 Menschen auf dem am Parlament gelegenen Platz der Verfassung, dem Syntagma-Platz. Auch in mehreren Städten Spaniens, wie hier in Barcelona, protestierten zehntausende Menschen gegen die Sparpolitik der sozialistischen Regierung und die hohe Arbeitslosigkeit. Sie ist die höchste in der EU. Und zum Schluss Italien. Da gab es schon viele Besetzungen. Da wird es auch demnächst abgehen. Italien zahlt schon 6,2% Zinsen für seine Staatsanleihen. Nach dem Kauf der italienischen Staatsanleihen durch die Europäische Zentralbank ist der Zins nur auf 5% gesunken. Also fast nichts. Das wird schnell wieder bei 6% sein. Da wird auch noch schärfer gekürzt demnächst. Italien war die letzte Hochkultur und wird dann vielleicht einer der nächsten Aufstandskandidaten. Und dann vielleicht Frankreich. Mit den Hochkulturen rein in die Klassengesellschaft und mit den 3.000 bis 5.000 Jahre alten Ex-Hochkulturen wieder raus aus den Klassengesellschaften. Das liegt vielleicht am milden mediterranen Klima, Link 14. Wir hatten hier in Amerika ja auch die Mayas als antike Hochkultur gehabt und da haben sie auch ja schon in Oaxaca eine Revolte ausprobiert. Link 15. Ach, du bist so eine Hochkultur, wandte Don ein. Du träumst vielleicht vom fruchtbaren Halbmond. Ja, du denkst nur an Feuchtgebiete, aber das ist ein Begriff aus der Archäologie. Und ein klimatisches Gebiet. Ihr, die Jungs haben zufällig ihren Laptop dabei. Wiki-Zitat. Das Gebiet gilt als eine der Ursprungsregionen der Neolithischen Revolution. Link 16.
des Übergangs von der nomadischen Lebensweise zu Ackerbau und Viehzucht, sowie später als Gebiet mit einigen der ältesten Stadtkulturen der Welt. Zitat Ende. Da liegt zum Beispiel Aleppo, die älteste Stadt der Welt, oder Damaskus, auch schon wie Kairo, 3000 Jahre alt. Bei dir fing ja alles erst vor 5000 Jahren mit der Schöpfungslehre an. Nach deinen christlichen Fundamentalisten hat der Mensch zusammen mit den Sauriern gelebt. Danach würde ja doch die Geschichte mit Fred Feuerstein mit seinem Saurier-Taxi stimmen. Die Existenz der Dinosaurier stürzte bisher die Anhänger der Schöpfungslehre in arge Erklärungsnöte. Wie konnten die großen Echsen vor Millionen von Jahren auf der Erde ihr Unwesen treiben, wenn Gott die Welt erst vor rund 6000 Jahren geschaffen hat? Den offensichtlichen Widerspruch wollen die Anhänger der Schöpfungslehre in Texas aus der Welt räumen. Hier in Glen Rose, rund um den heutigen Dinosaur State Park, haben die Dinosaurier in einem alten Flussbett zahlreiche Fußspuren hinterlassen. Glen Rose ist deshalb ein beliebtes Ausflugsziel, aber auch das ideale Aufmarschgebiet für einen Trupp christlicher Hobbyarchäologen. Der Leiter der Expedition erklärt den Teilnehmern den Ernst der Lage. I want to emphasize that the McFall Ledge, on which you're excavating, and the team of which you now become an official member. Ich möchte eines betonen. Dieses Flussufer ist nichts anderes als das wissenschaftliche Schlachtfeld der Nation. Wenn wir hier Fußspuren von Dinosauriern finden und menschliche Fußspuren dazwischen, ist endlich bewiesen, dass Mensch und Dinosaurier gleichzeitig auf der Erde lebten. Dann ist die wissenschaftliche Schlacht zwischen Humanismus und Christentum, zwischen Evolution und Schöpfung, diese Schlacht ist dann vorbei. Supernaturalism, Evolution versus Creation. The battle is over. Sofort macht sich das christliche Grabungsteam an die Arbeit. Aus dem ganzen Land sind die Gläubigen gekommen, um endlich den unumstößlichen Beweis zu finden, dass Charles Darwin und Millionen Wissenschaftler auf der ganzen Welt irren. Ach, sagte Donald, die 11.000 Jahre alte neolithische Revolution ist doch nur eine Erfindung von Wikipedia. Nein, versuchte ich ihn aufzuklären. Der Mensch ist 2,5 Millionen Jahre alt und die Saurier sind vor 60 Millionen Jahren ausgestorben. Warum erzählt denn dein Noah-Mythos nur was von Tauben und Raben, die Noah fliegen lässt, aber nichts von einem Flugsaurier, hä? Weil die Raptoren schon längst ausgestorben sind. Du mit deiner Tea Party. Die reißen uns erst richtig in die Krise rein. Bei denen endet dann alles so wie in Oslo. Alle gegen alle. Hier ein staatlich gefördertes Institut, die nennen uns Terroristen. Und das ist ja der Grund, warum wir all diese schweren Waffen haben, um uns zu schützen und die Regierung bekämpfen zu können, wenn die Zeit kommt. Denn wenn alle legalen Mittel ausgeschöpft sind, haben die Bürger das Recht, sich zu wehren und zu rebellieren. Komm, jetzt schlafen wir. Ich wollte mich morgen um 7 Uhr früh vor seiner Arbeit mit Ron treffen. Da will ich noch eine Runde pennen. Zitat Ende. Don murmelte noch, träumen noch von deinem Halbmond, aber so wie man sich Birds Gesichtszuckerei erklären konnte, träumte er eher von der Schießerei wegen seiner Kartoffeln heute Nachmittag. Nur noch ein leises Schnarchen drang durch die Katakomben und die Geister des Verfalls und des Aufbaus eroberten die Nacht. Vielleicht kann man sich Birds Beobachtung der Identität der antiken Hochkulturen mit den Ländern mit Aufständen auch so erklären, dass man sich zwar das Entstehen der Klassengesellschaften mit dem milden Mittelmeerklima im Zusammenhang mit den Kupfervorkommen erklären kann.
Aber die Aufstände rühren doch eher daher, dass mit China das Ende des Marktes erreicht ist und die Zusammensetzung des Kapitals annähernd seinen Höhepunkt erreicht hat und somit eine parasitäre kapitalistische Klasse keinen Raum und keine Berechtigung mehr hat. Sie sind die wirklichen Überflüssigen und sollten sich bei uns Hand- und Kopfarbeitern einreihen. Sie sind nichts Besonderes. Die alten herrschenden Klassen um das Mittelmeer konnten seit ihren Hochkulturen die Länder nicht mehr weiterentwickeln, weil sie meistens von den europäischen Ländern oder den anderen europäischen Ländern besetzt waren. Sie haben die Nichtentwicklung kompensiert mit der Korruption. Und nun sind sie bereits so verkommen, dass sie angesichts ihres Endes die Korruption auf die Spitze getrieben haben. Und so der Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit in ihren Ländern am schärfsten auftritt. Die einfachen Völker dort jedenfalls haben die Klassenunterdrückerei vollkommen satt. Die Wahlen werden gefälscht, die Opposition unterdrückt, das Volk wird verfolgt. Wir werden weiter auf die Straße gehen, bis die Forderungen erfüllt werden. Aber wir wollen einer künftigen Untersuchung die Beantwortung der sicher hochinteressanten Frage überlassen. Was aus dem Umzug von Bird in den Canyon geworden ist, erzählt er uns das nächste Mal. Vielleicht hat er auch eine andere Lösung für seine Kartoffeln gefunden. Norbert Nelte, Internationale Sozialisten.